Matthias Nieswand, Vermarktungschef von Servus TV. Wir reden ein bisschen über das Thema Senderimage und Werbewirkung. Welchen Zusammenhang sehen Sie da? Also, die Marktfragmentierung in Deutschland nimmt zu, die Anzahl der Sender steigt und der Werbetreibende hat die Qual der Wahl, wo soll er denn seinen Spot einbuchen. Fakt ist auch, kleine Sender werden immer wichtiger, vor allem die, die neue Inhalte und neue Zuschauer liefern. Und am Ende des Tages geht es um genau einen Punkt, um die Wirkung. Und wir bei Servus TV vertreten seit Jahren die These, Qualität vor Quantität. Das Umfeld entscheidet, das ist unser Credo. Es kommt darauf an, in welchem Umfeld läuft der Spot und wo kann er welche Wirkung entwickeln. Aber jetzt reden wir wirklich über Sender-Image. Wie lässt sich das belegen, dass das Sender-Image eine Auswirkung auf die Werbewirkung hat? Also da kommen uns die Freunde von Media Plus in München sehr zu Hilfe mit ihrer neurowissenschaftlichen Studie, die ganz klar belegt hat, je besser das Sender-Image eines Senders, je positiver die Programmumfelder, umso höher ist die Werbewirkung. Und in dem Zusammenhang muss man klar sagen, gibt es auch einen perfekten Proof. Nehmen wir das Beispiel Automotive-Industrie, die den schwierigen Change hinsichtlich der Elektromobilität zu bewältigen hat. Und da geht es letztlich nur um eines, um Glaubwürdigkeit und damit um die passenden Umfelder, um die Kommunikationsthemen glaubwürdiger Markt umzusetzen. Und am Ende des Tages bleibt es dabei, Content is King und Quality Content ist King Kong. Dankeschön.